Da der Andrang auf Elbphilharmonie-Tickets so riesengroß ist, hat man sich inzwischen entschieden, Kaufoptionen zu verlosen. Das heißt, es ist nicht mehr so wie ganz am Anfang, dass man Tickets direkt kaufen konnte, dann ja aber auch im Internet auf die Server zusammenbrachen, sondern man bewirbt sich auf eine Kaufoption. Wenn Sie sich jetzt bewerben, dann erfahren Sie bis zum 18.06. spätestens, ob Sie Karten bekommen haben. Diese Kaufoption können Sie dann entweder einlösen oder nicht. Das heißt, Sie kaufen die Karten oder Sie lassen die Option verfallen. Da müssen Sie gar nichts tun. Und dann haben Sie die Möglichkeit, zum Beispiel für alle Konzerte, für die Sie jetzt keine Karten bekommen haben, ab dem 21.06. anzustehen, ab 10 Uhr morgens an den Kartenkassen oder ab 18 Uhr online zu kaufen. Für all diese Verkaufsphasen gibt es unterschiedliche Kartenkontingente. Es ist also nicht so, dass um 10 Uhr, vielleicht um 11 Uhr dann schon alles weg ist, sondern für 18 Uhr Online-Start werden weitere Kontingente freigeschaltet. All diese Optionen sollte man tatsächlich nutzen, um an Tickets zu kommen. Vielleicht hat man am Ende nicht sein Wunschticket, aber man ist wenigstens drin. Bewerben kann man sich derzeit für sehr viele Tickets, aber tatsächlich nicht für alle Tickets der kommenden Saison. Möglich ist es für die Konzerte, die von Hamburg Musik veranstaltet werden, möglich für die Konzerte des NDR. Andere Konzerte, wie etwa des Philharmonischen Staatsorchesters oder von ProArte, gehen erst im Juni in den Verkauf und werden dann direkt verkauft. Hier wird also nicht gelost. Ich denke, wir reden derzeit über ungefähr 40% der Elbphilharmonie-Konzerte, die in die Verlosung gehen. In der Tat ist Wissen Macht in diesem Fall. Zu erfahren, wann ein neues Konzert angesetzt worden ist, ist ungeheuer wichtig, weil man dann einen zeitlichen Vorsprung oft gegenüber anderen hat. Man darf nicht vergessen, in der Elbphilharmonie sind sehr viele verschiedene Veranstalter aktiv. Manche verkaufen erst ab bestimmten Deadlines, andere aber verkaufen sofort. Das heißt, man erfährt, ein Konzert findet statt. Und sofort kann man ins Internet und eine Karte kaufen oder zur Kartenvorverkaufsstelle. Deshalb ist es wichtig, immer sofort zu erfahren, was neu ist. Deshalb mein Tipp, melden Sie sich unbedingt beim Newsletter der Elbphilharmonie an. Das geht auf der Website der Elbphilharmonie. Dann erfahren Sie immer, wenn neue Vorverkaufsdaten anstehen. Gleichzeitig gilt das aber auch für die Konzerte von NDR und Philharmonischem Staatsorchester. Auch die haben Newsletter, mit denen Sie auf Ihre Vorverkaufsdaten hinweisen. In der Tat gibt es eine Abendkasse und die lohnt sich auch oft. Ich war schon häufig dort und die Abendkasse war ganz regulär geöffnet. Es gab tatsächlich zwischen 10 und 30 Karten dort und kaum Interessenten, weil nämlich viele Leute glauben, ach, das wird ja ohnehin nichts. Es ist manchmal auch andersrum. Manchmal ist es so, dass 100 Leute anstehen und es gibt 3 Karten. Aber es lohnt sich eigentlich immer wieder, es zu versuchen. Und da mein Tipp, kommen Sie 90 Minuten vorher, vor Konzertbeginn, denn da öffnet die Konzertkasse.